Ja, servus Leute. Einige von euch werden sich erinnern, dass ich am 27. Mai eine Change.org-Petition ins Leben gerufen habe, nachdem ich vom Petitionsausschuss des Bundestages bezüglich der Einreichung meiner Petition, um überhaupt erstmal Stimmen einzusammeln, abgelehnt wurde, bin dann also auf Change.org ausgewichen. Und so steht es aktuell um die Petition: Stoppen Sie den Preiswucher an öffentlicher Ladeinfrastruktur für Elektroautos. Wir haben also leider immer noch nicht die 25.000 Stimmen voll. Falls ihr nicht unterzeichnet habt, vielleicht erwägt ihr es ja. 24.379 Stimmen haben wir zusammen. 623 Personen haben diese Woche unterschrieben. Da muss noch ein bisschen Dampf dahinter. Also, falls ihr nicht unterschrieben, unterschreibt bitte. Und als Hiob der Elektromobilität ist es natürlich auch meine Aufgabe, euch auf dem neuesten Stand bezüglich dieser Petition zu halten. Und es gibt Neuigkeiten. Zunächst aber nochmal, was in der Vergangenheit bisher passiert ist. Also die positivste Meldung war bisher, Stand heute, ein Schreiben vom Deutschen Bundestag Petitionsausschuss vom 29. Juli, wo geschrieben steht, das Petitionsverfahren ist so weit fortgeschritten, dass der Ausschussdienst dem die Ausarbeitung von Vorschlägen für den Petitionsausschuss obliegt, ihre Petition den Berichterstattern zuleiten wird. Bei den Berichterstattern handelt es sich um Abgeordnete der Regierungs- und Oppositionsfraktionen. Also, das habe ich bekommen vom Petitionsausschuss. Hier, ich will nicht zu viel zeigen, aber da könnt ihr das sehen, das ging am 29. Juli ein. Also zu meiner eigenen Überraschung wird scheinbar die Petition, obwohl sie nicht 50.000 Stimmen erreicht hat, in irgendeiner Form weiter verhandelt. Ob dabei was rumkommt, keiner weiß es. Aber zusätzlich hatte ich auch das Bundeswirtschaftsministerium und das Bundesverkehrsministerium angeschrieben und gesagt, egal was bei der Petition rauskommt, egal ob der Petitionsausschuss sich damit beschäftigt, ich will die Petition persönlich irgendeinem Politiker oder mehreren Politikern vom Bundesministerium, vom Bundesverkehrsministerium übergeben. Am liebsten natürlich dem Herrn Habeck und dem Herrn Dr. Wissing. Und die erste Antwort auf diese Anfrage, die kam vom Bundeswirtschaftsministerium. Die sah wie folgt aus: Sehr geehrter Herr Schmidt, haben Sie vielen Dank für Ihre Nachricht. Federführend innerhalb der Bundesregierung für den flächendeckenden Ausbau der Ladeinfrastruktur für E-Mobilität ist das Bundesministerium für Digitales und Verkehr. Das BMDV ist als Federführer der richtige Empfänger für die Petition. Das Schreiben hat mich ziemlich auf die Palme gebracht. Ich habe dann dem Team Bürgerdialog zurückgeschrieben, ist das Wirtschaftsministerium also nicht für Ladeinfrastrukturkartelle zuständig, für Preiswucher, für Preistransparenz, für barrierefreie Zahlungsmöglichkeiten, für das Kartellamt insgesamt und habe mir da ein bisschen Luft gemacht. Das Schreiben zeige ich euch jetzt nicht, das würde zu weit führen. Aber heute gab es wieder Post, diesmal vom Bundesverkehrsministerium, das ja laut Bürgerdialog des Bundesministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz in dem Fall zuständig ist. Und das ist die Antwort vom Bundesministerium für Digitales und Verkehr. Dort schreibt man: Sehr geehrter Herr Schmidt, vielen Dank für Ihr Schreiben und Ihr Engagement für die E-Mobilität. Gerne doch, ich engagiere mich doch gerne. Immer wenn es was bringt, engagiert man sich auch gern. Das Bundesministerium für Digitales und Verkehr treibt den Ausbau einer flächendeckenden, bedarfsgerechten und nutzerfreundlichen Ladeinfrastruktur aktiv voran. Die einen sagen so, die anderen so, aber das Ministerium muss das natürlich schreiben. Hinsichtlich der von Ihnen angesprochenen Themen, Umweltbonus habe ich nicht angesprochen, Preissystem und AFIR, das habe ich angesprochen, ist jedoch das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz federführend. Ich suche Schalter 2. Ich habe Ihnen doch gesagt, Sie sollen zur Hafenkommandantur. Ich pfeife auf Ihren Hafen. Mir fehlen absolut die Worte, Leute. Wir leben im Haus der Verrückten von Asterix und Obelix. Das Verkehrsministerium sagt, das Wirtschaftsministerium ist zuständig und das Wirtschaftsministerium sagt, das Verkehrsministerium ist zuständig. Vielen Dank für Ihr Engagement für die Elektromobilität. Wer solche Erfahrungen macht mit Behörden, und das sind nicht meine ersten Erfahrungen mit Behörden, ob Landkreis Fulda, ob Gemeindorf Bieber, ob Finanzamt, man kann nur mit dem Kopf schütteln. Das ist ein weiteres Beispiel in einer unendlichen Kette von Beispielen, die ich persönlich erlebt habe, auch als Selbstständiger. Also das Thema Elektromobilität wird dermaßen von inkompetenten Beamten, Politikern, wie auch immer man das sagen möchte, an die Wand gefahren. Dem Ladeinfrastrukturkartell wird freie Hand gelassen beim Abkassieren der Elektromobilisten, die nicht aufpassen und mit ihrer Ladekarte im Roaming dann plötzlich 2,79 € die Kilowattstunde zahlen müssen. Da habe ich zahlreiche Zuschriften von Zuschauern erreicht, die sich über diese Verhältnisse einfach nur noch aufregen und verzweifeln. Und ich gebe zu, ich verzweifle auch langsam. Meine letzte Hoffnung liegt jetzt also auf dem Petitionsausschuss, dass der das weiter verhandelt, weiter bearbeitet. Ich habe aber hier auch schon zurückgeschrieben und habe denen die Antwort vom Bundeswirtschaftsministerium geschickt, nämlich, dass die nicht zuständig sind. Und ich möchte weiterhin
die Petition persönlich übergeben in Berlin. Wem ist mir letzten Endes echt egal, aber ich möchte nicht, dass das so sang- und klanglos ohne jegliche Außenwirkung in der Versenkung verschwindet. Und deshalb nochmal die Bitte an euch, solltet ihr es noch nicht geteilt haben, solltet ihr noch nicht unterschrieben haben, bitte, bitte teilt das weiter, bitte erwägt eine Unterschrift. Klar, die Hoffnung ist minimal, da klimmt nur ein ganz kleiner Funken Hoffnung, aber wenn man jetzt schon aufgibt, dann hat man sowieso verloren und deshalb bin ich noch nicht bereit aufzugeben. Das war dann also das Update des erfolglosen Campus für Elektromobilität. Vielen Dank für Ihr Schreiben und Ihr Engagement für Elektromobilität, was sowieso zu nichts führt. Hätte es eigentlich heißen müssen in dieser Mail vom Verkehrsministerium, aber egal. Schreibt ihr bitte nochmal unter das Video, was ihr von der ganzen Sache haltet. Könnt ihr verstehen, dass ich gefrustet bin? Oder sagt ihr, so läuft's halt nun mal in der Bundesrepublik Deutschland. Es wird entbürokratisiert. Naja, das ist ein anderes Thema. Also, das soll es für dieses Video gewesen sein. Wenn ihr Fragen habt, Anregungen oder Kritik an den erfolglosen Michi, dann auch gern unten in die Kommentare. Und wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen hoch da, ein Abo ist wohl obligatorisch, sonst verpasst ihr die nächste Misserfolgsmeldung.